geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Lars Pramkamp pfeift die Partie an. Gütersloh in den grün-weiß gestreiften Trikots stößt an im ersten Durchgang von rechts nach links. Die Gäste dementsprechend von links nach rechts in ihren rot-schwarz gestreiften Trikots. Ups. Na, dann kommen sie nicht durch mit Buckmeier. Oh, das ist ein böser Querschläger und vielleicht die Möglichkeit und der erste Abschluss. Lennart Rolf nach 6 Minuten. Grober Schwitzer in der Lippstädter Abwehr. Lennart Rolf da selbst überrascht, wie glaube ich alle hier im Heidewaldstadion, dass er da zum Abschluss kommt. Wiedecke, Rolf nicht im Abseits, okay. Ja, weiterspielen, richtige Entscheidung. Der Ball kommt in die Mitte und Ball genommen. Und da gibt es den Kontakt und ich glaube, den Elfmeter für Gütersloh. Nach 11 Minuten eine ganz krumme Szene. Der Ball eigentlich wegverteidigt von Ufuk und dann ist Balkenhoff zuerst am Ball und dann kommt der Gegenspieler angelaufen und er geht zu Boden. Und jetzt tritt er an. Hat schon verwandelt. Hier gegen Wiedenbrück und jetzt gegen Balkenhoff und der verwandelt. 11. Minute. Gütersloh führt. Und der erste Treffer. Hier ist wieder der letzte Cowboy, denn er kommt aus Gütersloh. 1:0 für die Gastgeber in der 11. Spielminute durch Nico Buckmeier, der den Ball da links unten verwandelt. Balkenhoff ist nach rechts unterwegs. Und somit ist Lippstadt im 4. Spiel dieser Saison zum 4. Mal in Rückstand und Gütersloh erstmalig in der Regionalliga West in Führung. Das haben sie auch noch nicht erlebt. Meier und Lee. Ja, setzt sich da durch gegen Firmino Dantas mit ein bisschen Glück. Hat mehrere Optionen. Zeugen und Lee sucht den Abschluss selbst noch abgefälscht. Landet aber in den Armen von Jano Peters. Aber schauen wir erstmal auf die Gütersloher Angriffsbemühungen. Flanke kommt an den zweiten Pfosten. Balkenhoff unsicher. Ball landet bei Esko. Markus Esko dreht sich nochmal. Bekommt er den Ball doch nie mit der Esko. Abgeblockt und dann ist er in den Armen von Christopher Balkenhoff. Der den Ball am Ende aufnehmen kann. Den hätte er natürlich bei der Flanke schon haben müssen. Unsicherheit vom Keeper in dieser Szene. Er kann ja auch Fußball spielen, so ist es nicht. Holtkamp. Mit der Drehung verlagert das Spiel auf die rechte Seite. Gutes Dribbling jetzt mal. Und der Abschluss und der Ausgleich. Lippstadt schlägt zurück. 49. Spielminute. Und das war ein gutes Dribbling. Ein guter Abschluss von Fatih Ufuk zum 1:1. Schweißt den Ball da mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Tor. Und der Treffer kommt wirklich aus dem Nichts. Ufuk macht es einfach allein, geht ins Dribbling und dann zieht er ab. Ja, da macht Peters halt gar nichts. Da kann man nichts machen und die Lippstädter Fans, die unterleuchten diesen Treffer in Rot. Den Ausgleichstreffer. Freistoß von Munsters. Kommt in die Mitte und wird gefährlich. Großchance für Maximilian Franke, der da frei zum Kopfball kommt. Kommt da angelaufen. Ja, keiner ist bei ihm. Da stimmt die Zuordnung nicht. Zwischen Buckmeier und Wiedecke. Lippstadt ist etwas näher dran am zweiten Treffer. Aber sehen wir den hier überhaupt noch für irgendeine der Mannschaften? Das ist natürlich auch die Frage. Das ist gut gemacht mit der Hacke. Und jetzt die Chance für Okanze. Vincent Okanze setzt den übers Tor. Nachdem er da wunderbar in Szene gesetzt wurde. Mit der Hacke. Wir sehen es hier nochmal von Twarzig. Örnig komplett verwirrt. Und Vincent Okanze lässt eine Torchance der Marke XXXL liegen.
frei vor Christopher Balkenhoff. Den muss er zumindest aufs Tor bringen. Und die Ecke gibt's. Kurz ausgeführt. Firmino Dantas. Esko. Macht die Schritte, sucht den Abschluss, verzögert nochmal, schießt ab und der Balkenhoff hat die Latte und der Ball ist noch heiß und er ist drin. Patrick, 20, 82. Spielminute, Gütersloh führt wieder. Was für eine Szene. Der Ball landet an der Latte, dann ist es Chaos im Strafraum. Lippstadt bekommt den Ball nicht geklärt. Und am Ende ist es Patrick Kwarczyk, der den Ball zu seinem zweiten Saisontreffer über die Linie drückt. Der Schuss abgefällt, schon Balkenhoff stark pariert. Okanzei und Illich setzen nach. Und dann ist es Kwarczyk, der einköpft. Balkenhoff kommt nicht mehr hin. Und Gütersloh mit dem späten Treffer zum 2:1. Hat die Pfeife im Mund und pfeift ab. Der FC Gütersloh gewinnt zum ersten Mal in der Regionalliga West und schlägt den SV Lippstadt 08 mit 2:1. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.